Mein Name ist Christian Bredemeier, ich bin Professor für Applied Economics hier an der Schumpeter School of Business and Economics an der BOW. Ich bin im Bereich Applied Economics tätig, das heißt auf Deutsch angewandte Volkswirtschaftslehre. Es geht also darum, dass wir Theorie zum Einsatz bringen und damit beizutragen zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und auch politischen Debatten. Und ich persönlich tue das in den Bereichen des Arbeitslebens, Familienlebens und der Konjunkturpolitik. Ich denke, das hat in allererster Linie mit Neugier zu tun, mit einem gewissen Unwillen, mich damit zufrieden zu geben, wenn ich etwas nicht verstehe. Auch mit Zweifel, also auch eine Art Unwillen, mich damit zufrieden zu geben, wenn mir Erklärungen angeboten werden, die mir nicht schlüssig vorkommen. Aber zum anderen ist es auch Faszination an wissenschaftlicher Methodik, also was sich alles adressieren lässt mit geeigneten Methoden und Herangehensweisen. Ja, also VWL, Volkswirtschaftslehre, ist im Gesamten sehr faszinierend, wie wir große gesellschaftliche Fragen auseinandernehmen und im Kleinen beginnend mit der Suche nach der Antwort starten, also bei den Entscheidungen einzelner Menschen oder einzelner Unternehmen. Und ja, es ist einfach faszinierend zu sehen, wie weit man kommt, damit die großen Fragen zu verstehen. Ganz konkret im Bereich der angewandten Wirtschaftswissenschaften haben wir in den letzten Jahren unheimliche Fortschritte gemacht, gerade durch die Weiterentwicklung von Computern und von numerischen Methoden und können jetzt Theorie sehr viel näher an die Praxis und an die wirkliche Politikanwendung heranbringen. Und auch das ist sehr faszinierend. Im aktuellen Output-Magazin stelle ich zwei Projekte vor, die ich hier zusammen mit Kollegen an der BOW bearbeite, zum Thema Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, also dem sogenannten Gender Pay Gap. Ein Thema, das die Gesellschaft ja sehr bewegt, das heiß und leidenschaftlich diskutiert wird, und wo wir aber wissenschaftlich einiges nicht drüber verstanden haben. Und wir wenden familienökonomische Theorie an, um Teile dieser Lücken zu schließen. Das ist wichtig, damit wir die Politik beraten können, damit mal geeignete Politikmaßnahmen auch entwickelt werden können. Und im ganz Konkreten geht es in den beiden Projekten um die Rolle familiärer Entscheidungen, also das Zusammenspiel der einzelnen Mitglieder einer Familie in den Entscheidungen, die das Arbeitsleben betreffen. Zum einen geht es darum, die Auswahl eines Arbeitsplatzes zu treffen, wo familiäre Hintergründe eine wichtige Rolle spielen. Und im anderen Projekt geht es mehr darum, dass Familien ganz explizit die Karriere einzelner Mitglieder priorisieren können, sich entscheiden können, welche Karriere jetzt besonders letztlich gefördert werden soll, auch im Zweifel auf Kosten der Karriere des anderen Mitglieds.